Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Deep Orange. Vor einem Jahr habe ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Nun habe ich vor ein paar Tagen die 100er Abonnentenmarke geknackt und möchte mich dafür recht herzlich bei euch bedanken. Heute möchte ich euch die Gimbal-Kamera Fimi Palm 2 Pro vorstellen. Ich bin der Stefan und wir legen jetzt gleich los. Schauen wir mal, was wir hier haben. Also die Palm 2 Pro von Fimi, frisch angekommen. Ich befreie die mal aus der Verpackung. Musste ich alles selbst zahlen, noch keinen Sponsor. So. Nochmal drin gepolstert. Empfängt uns hier so ein Kästchen und was haben wir noch hier in der Packung drin? Wonach sieht das aus? Ah, das ganze andere Zubehör, wobei so viel Zubehör ist hier gar nicht bei. Pappe, 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 nochmal Pappe, Silikalgel, eine Bedienungsanweisung. Zu beachten ist, dass sie im Moment auf den europäischen bzw. deutschen Marken auch nicht offiziell erhältlich ist. Deswegen gibt es auch nur ein Handbuch bzw. eine Anleitung auf Chinesisch und Englisch. Hier haben wir einen abgewinkelten USB-C-Stecker dabei und die Kamera als solches. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, sieht sehr interessant aus. Von der Größe, ja, für meine Hand, ich habe eine relativ große Hand, passt es gerade so eben. Hier unten würde ich mir vielleicht noch einen Zentimeter mehr wünschen. Betrachten wir die Kamera jetzt mal von allen Seiten. Wir haben hier einmal den Monitor, den Joystick, einen Schalter. Von der Seite haben wir den SD-Kartenslot. Auf der Rückseite haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss für ein externes Mikrofon. Auf dieser Seite haben wir nichts. Und auf der Rückseite haben wir jetzt noch zusätzlich den USB-C-Eingang und das Stativgewinde. In dem Vorgängermodell ist der 1:2,6 Zoll Sensor verbaut. Und in der Pro ist der 1:2 Zoll Sensor verbaut. Des Weiteren unterscheiden sich die Blenden. Die alte Version hat eine Blende von 2,4 und die Pro hat eine Blende von 2,2. Ich schalte die Kamera jetzt mal ein. Gucken, ob ich das alles ohne Bedienungsanleitung hinbekomme. So, Englisch, okay. Hier sieht man direkt schon, wo ich drauf drücken soll. Jetzt soll ich als nächstes mich mal um die Einstellung kümmern. So. 4K 30, 4K 24, 2,7K 60, 2,7K 48, 30, 24, 30, ja. 24, dann haben wir noch die HD-Auflösung, auch mit 60, 48, 30 und runter bis 24. So, man kann also hier auch nochmal dann auf HDR umstellen. Die technischen Daten blende ich euch hier an der Seite ein und die Homepage von Fimi, die verlinke ich euch unten. Nachdem ich die Kamera gleich geladen habe, mit der SD-Karte bestückt habe, werde ich die ersten Probeaufnahmen machen.
In einer weiteren Folge werde ich die Eigenschaften der Palm 2 Pro genauer testen. Ich werde parallel mit der Nikon ZFC, dem Samsung S10 und der GoPro 7 einen Vergleich erstellen. Anschließend berichte ich von meinen ersten Erfahrungen und ziehe ein Fazit.